Guten Tag, mein lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 30. September. Das ist nun der Gedenktag des heiligen Hieronymus, des gelehrtesten der vier lateinischen Kirchenväter. Oft dargestellt in der Kunst mit einem riesigen, roten, breitkrempigen Kardinalshut. Er war tatsächlich in Diensten der Kurie, war Sekretär von Papst Damasus, lebte von 345 bis 420, hat also ein hohes Alter erreicht. War unermüdlich tätig und unermüdlich unterwegs, rings ums Mittelmeer, hat viel im Heiligen Land gelebt und dort in Bethlehem mehrere Klöster geleitet, war in Korrespondenz mit vielen Menschen, war kein einfacher Charakter und vielleicht auch kein sehr angenehmer Patron, aber die große Liebe, die er zu Christus hatte, zur Heiligen Schrift, von der er sagte, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht, und zur Kirche, die mag ihm also zur Abbitte gereicht haben für die Fehler des Temperamentes, die er sich hat zu Schulden kommen lassen. In einem seiner Briefe habe ich eine Stelle gefunden, die mich anrührt und die auch heute noch nützlich ist, vor allem die ganz tief im Geist des Evangeliums gegründet ist. Er schreibt an eine Frau, Eustochium: Hast du 2 oder 3 Tage gefastet, dann glaube nicht, du seist schon besser als einer, der nicht fastest. Du fastest und trotzdem überlässt du dich dem Zorn. Der andere isst, hat aber vielleicht dabei ein freundliches Wesen. Und da ist für Hieronymus, wie für Jesus auch schon in seiner Pharisäerkritik, klar, wer dann auf der richtigen Seite steht. Da helfen uns die Werke des Gesetzes eben gar nichts. Und dann schließt Hieronymus diesen Gedanken und sagt: Achte auf dich selbst und rühme dich nicht, wenn ein anderer zu Fall kommt. Suche deinen Ruhm nur in deinen guten Werken. Das ist guter Rat. Also nicht im Vergleich mit anderen den eigenen Wert erhöhen wollen, sondern wertschätzend und von anderen viel haltend auf sie blicken, ihre Fehler ihnen nicht ankreiden. Demütig sich freuen über das, was einem selber gelingt und in diesem Sinne damit zufrieden sein, was man selber hat. Gott danken, wenn man etwas erreichen konnte auf dem Weg zu ihm hin und nicht stolz und beleidigt sein, wenn einem etwas schief geht. Das ist also richtig guter Rat von Hieronymus. Ich sage es noch einmal: Achte auf dich selbst und rühme dich nicht, wenn ein anderer zu Fall kommt. Suche deinen Ruhm nur in deinen guten Werken. Es könnte sein, dass in den Städten am See Genezareth, die wir gerade besuchen durften, dass dort viele Menschen sich vorzüglich an die vorgeschriebenen Gesetzeswerke gehalten haben und dass es ihnen aber an menschlicher Wärme und Gutheit fehlte und dass sie, weil ihnen Jesus gar zu gewöhnlich und wie einer von allen war, dass es ihnen an Glauben fehlte, dass sie sich nicht entschließen konnten, in ihm den Boten Gottes und den Sohn Gottes zu erkennen. Und da spricht er zu ihnen: Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es beim Gericht erträglicher gehen als euch. Und du, Kapharnaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden? Bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Also, wenn uns Jesus gar zu einfach erscheint, gar zu ungöttlich, gar zu gewöhnlich und nur menschlich. Aber in diesem Geheimnis des Menschensohnes hat Gott sich offenbart und er ist das Licht, das wir bekommen haben, um unseren Weg zu machen. In diesem Licht mögen Sie alle bleiben. Gott segne und behüte Sie alle.